Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier im neuen Lager stehen geblieben und wir haben es von Baal, boah, wie war sein Name, egal, der Baal, der auf jeden Fall in der Kneipe ist, das Gras geholt. Und ich war ganz fleißig in der Zwischenzeit. Ich habe das ganze Gras hier mal an die Banditen und Söldner verteilt. Ihr seht, wir haben jetzt 1283 Erz. Und wir haben auch noch hier einen Joint übrig. Das ist allerdings der präparierte Traumruf, den wir ja dem einen Mal im Sektenlager geben wollen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal hier im neuen Lager genug gemacht. Deswegen werde ich einmal hier mit Lefty reden und mal schauen, was so der Reislord von uns will. Ich werde mich noch nicht mit ihm anlegen, denn ich glaube noch nicht, dass ich gegen den bestehen werde. Also gegen einen alleine vielleicht, aber ihr seht, da stehen Lefty, ein Kumpel von ihm, und der Reislord wird auch mit in die Action eingreifen. Deswegen, ja, vielleicht später. Schauen wir mal, wir werden unsere Kampffähigkeiten dann erstmal in der Arena oder so beweisen. Oder erstmal ausprobieren, besser gesagt. Aber wir Oh, ja, nicht zu spät zur Arbeit kommen, ne? Das sieht man gar nicht gerne hier. Aber ich würde sagen, wir reden einfach mal mit Lefty und gucken, was so passiert und was der überhaupt von uns will. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Noch einer, der zu spät ist. Läuft ja super. Klar, sagen wir mal, wir helfen gerne. Wir wollen Freunde machen. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir die ganzen Warnungen nicht gehört. Klar, ich helfe gern. Gut, geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Was war denn, was ist denn mit den ganzen Bauern los? Die kommen alle zu spät. Was geht denn hier ab? Na gut, können wir mit dem Schläger reden? Da kommt noch einer. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Ja, kein Stress, kein Stress. Das ist also der infame Reislord. Na, wie geht's dir? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut. Hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Ach schön. Das heißt, es kriegt nicht mal jeder Bauer seine eigene Flasche. Das sind ja Zustände. Da ist sogar noch ein Schläger. Ich weiß nicht, ich glaube, das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Aber gehen wir mal rum und verteilen das so ein bisschen. Machen wir das einfach mal. Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Arbeit hier ist bestimmt relativ hart, ja? So. Lefty. So, das überspringen. Ah, verdammt. Das Blöde ist, ich kann diese Animation nicht überspringen, wenn sie trinken. Danke. Ja. Alles klar. Gehen wir mal hier runter. Wir sollen es ja schön gleichmäßig verteilen. Machen wir das doch einfach mal so, wie es der Reislord gerne haben möchte. Lefty. Das war jetzt Horatio, oder? Müsste ja Horatio gewesen sein. Oder? Jawohl. Ja, der muss ja auch sehr enttäuscht von uns sein. Ich meine, wir sagen erst, ja, hier, ich lege mich mit dem Reislord an, dann laufen wir rum und verteilen Wasser auf den Feldern. Ist ja super. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Das müsste der vierte gewesen sein, ne? Oder wir haben da oben zwei. Wir haben jetzt hier das. Ja, machen wir mal weiter. Rufus, na, willst du was trinken? Lefty. Danke. Na komm, trink ein bisschen schneller. Ich muss dir auch nicht zugucken beim Trinken. Also, ja. Vielleicht solltet ihr auch was den anderen Leuten abgeben. Ups. So. Lefty. Danke, Mann. Ja, alles kein Problem. Machen wir. Nein, das war die falsche Option. Ich wollte dir natürlich Wasser geben.
Bitteschön. Das müsste jetzt Nummer 7 sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Danke, Junge. Gucken wir nochmal im Inventar nach. Ich glaube, es kann sein, dass wir mehr Wasser vorher schon hatten. Oder? Moment. 5. Ja, nee, das passt sogar. 5 plus 7 sind 12. Das heißt, wir verteilen jetzt noch die restlichen 5 Flaschen. Und dann haben wir wirklich, würde ich mal sagen, unseren Soll erfüllt hier. Ja, komm. So, 4 Flaschen noch. Fängt natürlich auch super spannend an, die Folge hier. Also, ja, Wasser verteilen ist jetzt nicht die spannendste Tätigkeit, die man in Gothic so machen kann. Aber danke, Mann. Ich wollte einfach mal zeigen, wie das so ist, was wir hier machen können. 3 Flaschen noch. Pock. Na, bei so einem Namen braucht man eine Flasche Wasser hier. Bitteschön. Geht aufs Haus. Bedanke dich schön bei Lefty dafür. Ich bin nur der Handlanger. So. 2 haben wir noch. Lefty. Ihr müsst euch vorstellen, um das ganze Sumpfkraut, so heißt es, zu verteilen, bin ich auch bei jedem rumgelaufen und habe das abgegeben. Also da könnt ihr froh sein, dass ich das nicht aufgenommen habe. Lefty schickt mich. So, damit haben wir das letzte Wasser verteilt. Na komm, trink schneller und gib deinen Kollegen was ab. Ich meine, die haben sonst nichts. So, das war's. Ich würde mal sagen, wir speichern schnell. Ich würde sagen, wir speichern aber auf einem anderen Spielstand. Und zwar genau hier. Und dann reden wir nochmal mit Lefty und gucken mal, was der jetzt zu sagen hat. Ob wir einen guten Job gemacht haben, ob wir vielleicht eine Belohnung kriegen oder so. Ja, ihr könnt euch eigentlich schon fast denken, was passieren wird. Und wo wir uns unsere Belohnung hinschieben können. Hey du, gut gemacht. Ah. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Wie wär's mit nö? Tja, aber immerhin 100 Erfahrungen haben wir dafür bekommen. Was sagt denn unser Tagebuch? Wasserträger für Lefty. Ich fasse es nicht. Nachdem ich das Wasser überall verteilt habe, will Lefty doch tatsächlich, dass ich nun jeden Tag den Wasserträger spiele. Ich glaube, dieser Idiot muss mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Tja. Aber gut, ich wusste gar nicht, dass man da 100 Erfahrungen für bekommt. Das finde ich sehr gut. Bin ich doch froh, dass ich das gemacht habe. Aber natürlich ignorieren wir das. Wobei, können wir da vom Reislot noch Wasser kriegen? Dann nehme ich das natürlich mit. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern cool. Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viel. Ja, das haben wir schon alles gemacht. Ups, nein, ich wollte nicht meine Waffe ziehen. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, dass ich mir eine bessere Waffe hole, bevor ich mich mit Lefty anlege. Also entweder so ein grobes Schwert oder die Buddlerzucht. Ja, nö, okay, kein weiterer Tagebucheintrag. Alles klar, aber damit haben wir mal eben so noch 12 Flaschen Wasser abgestaubt. Ich meine, eigentlich sind die ja für die Reisbauern, aber ja, die können ja einfach aus dem See trinken. Na, ist ein bisschen gemein, aber was soll's. Wir müssen ja auch irgendwie über die Runden kommen. Ich brauche halt das Geld, beziehungsweise das Erz. Und das Wasser können wir immerhin ein bisschen verkaufen. Und vor allem, können wir das nicht auch trinken? Naja, Lebensenergiebonus 5 ist jetzt nicht so das Beste der Welt, aber es sind 60 Lebenspunkte, die wir mal eben so heilen können. Vielleicht hilft uns das später ja noch. Aber wir werden das neue Lager jetzt erst einmal verlassen. Und ja, hier sind eigentlich überall Orte, die ich noch gerne erforschen würde, wie zum Beispiel diese Hütte da unten oder der Weg, der da die Klippe hochführt. Aber ich weiß leider, dass uns da Gegner erwarten, gegen die wir noch nicht ankommen. So wie zum Beispiel diese Blutfliegen da. Wobei, gegen die Blutfliegen könnten wir mittlerweile sogar ankommen, aber ich mag es jetzt noch nicht riskieren. Wir werden erst noch ein bisschen stärker werden müssen. Deswegen bleiben wir momentan erstmal nur auf den Hauptwegen, obwohl alles schön und sicher ist. Naja, fast alles. Und guck mal, was wir so finden können. Hier war noch eine Truhe. An der sind wir auf dem Hinweg nur vorbeigelaufen, soweit ich mich erinnere. Nein, hier wollte ich nicht speichern.
Hier möchte ich... Außer ich habe die schon aufgemacht, die Truhe, aber ich wüsste jetzt nicht, wann. Gehen wir mal eben ran. Nee, haben wir noch nicht aufgemacht. Okay. Links war schon mal richtig. Okay, links, links, rechts. Okay, links, links, rechts. Wunderbar, was haben wir denn drin? Zwei Dietriche, das ist sehr gut. Bisschen Erz, bisschen paar Pfeile, bisschen Bier. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ihm diese Truhe gehört. Das Lagerfeuer knistert, die sind, ist aber sonst niemand. Okay. Legen wir uns mal mit den Scavengern hier an, denn wir wollen ja auch ein bisschen Action in diesen Part reinbringen, nach dem ganzen Wasser verteilen. Aber guckt euch das an. Oh, ich wollte schon sagen, die Scavenger schaffen jetzt mit einem Schlag, aber das war anscheinend nur der eine. Und guckt euch an, wie wenig Schaden die jetzt nur noch machen. Ist das nicht geil? Es ist einfach großartig. So, dann nehmen wir das ganze Fleisch mit. Und sogar eine neue Stufe haben wir bekommen. Das ist schön. Haben wir noch Lernpunkte übrig? 10 haben wir jetzt. Okay. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in diesem Kapitel noch weitere Sachen lernen möchte. Und ich möchte mich mit den Blutfliegen anlegen. Das Problem ist nämlich, ich bin mir noch nicht sicher, welchem Lager ich beitreten möchte und was für eine Laufbahn ich einschlagen möchte. Hallo? Er wollte seine Waffe nicht ziehen. Das gibt's doch gar nicht. Das Problem ist, dass ich momentan überlege, ob ich nicht eventuell Magier werden soll. Hallo? Schlag die Blutfliege. Und das, wenn wir Magier werden, brauchen wir relativ viele Lernpunkte, die dann noch übrig sind. Ich weiß aber noch nicht, ob wir stark genug sind, tatsächlich bis dahin zu kommen, dass wir Magier werden. Die haben übrigens hier zwei Flügel dabei und den Stachel, den wir jetzt entnehmen können. Was sehr gut ist, weil der mal eben 25 Erz wert ist. Aber wie gesagt, Magier brauchen halt sehr viele Lernpunkte, weil man die ganzen Magiekreise lernen muss und dann auch noch Mana hochleveln. Und ja, da bin ich noch so ein bisschen am Hadern. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, welchem Lager ich mich denn letztendlich anschließen werde. Aber ich meine, da könnt ihr auch mit entscheiden. Bevor es soweit ist, werde ich noch mal ein bisschen was dazu sagen, was für Vor- und Nachteile die verschiedenen Lager bieten, weil momentan machen wir noch die ganzen Kennenlern-Quests, wie so die Atmosphäre und Lage in den Lagern ist. Boah, das ist einfach großartig, wenn man das so merkt. Am Anfang hatten wir total Probleme mit denen. Vor allem bei der Höhle von Neck, wo ich dann sogar gestorben bin. Und jetzt, zack, zack, kaputt sind sie. Jetzt brauchen wir nur noch eine etwas stärkere Waffe und dann läuft das doch alles. Toll. Hier in der Höhle ist mal gar nichts drin, nicht mal irgendwelche Pilze. Na, das hat sich ja nicht gelohnt. Naja, eigentlich schon. Ich meine, wir haben ein bisschen Fleisch bekommen und Erfahrung und jeder, der schon mal Rollenspiele gespielt hat. Okay, ich wollte schon sagen, aber den nicht ausgenommen. Jeder, der Rollenspiele gespielt hat, weiß, dass im Normalfall Erfahrung wesentlich mehr wert ist als irgendwelches Gold. Und da sind noch mehr Scavenger. Kommt zu mir. Oder ich komme zu euch. Das ist mir egal. Hauptsache, gebt mir eure Erfahrung. So. Na, komm her. Wie viel Schaden machen die uns jetzt eigentlich? Gucken wir ins Menü. Nein, das ist das Falsche. Okay, Lebensenergie 68 von 88. Also haben wir insgesamt nur 20 Schaden bekommen. Und den Großteil davon von den Blutfliegen, denn die sind halt ein bisschen stärker als so Scavenger oder Mole Rats. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich weiß gar nicht, ob der Schutz vor Waffen auch gegen die Tiere hilft. Denn die haben ja auch einen normalen Nahkampfangriff, aber offensichtlich scheint das ja zu helfen, ne? Vorher haben die uns eigentlich mehr Schaden gemacht. Ich guck gerade mal. Ich möchte den Scavenger noch ausschalten. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass irgendwas anderes aus dem Wald noch kommt. Deswegen gucke ich mich gerade mal um, aber es scheint sicher zu sein. Na, sonst nichts da. Ja, vor dem Wald sollten wir uns momentan doch noch etwas in Acht nehmen. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was drauf. 30 Stärke, also so schlecht ist das gar nicht mal. Das Maximum an Stärke, das man kriegen kann, ist 100. Also theoretisch, man kann es bei den Lehrern nur bis 100 lernen. Man kann danach aber noch Stärketränke trinken, mit denen man es noch über die 100 leveln kann. Das mache ich aber eigentlich relativ ungerne, weil ich finde, bei 100 ist das Limit vom Spiel eigentlich gesetzt so.
Und viel mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Also mit 100 Stärke haut man alles weg. So, genau. Wo gehe ich denn eigentlich gerade hin? Ich meine, ich bin jetzt runtergelaufen, ohne wirklich zu sagen, was mein Ziel ist. Und ich glaube, ich meine, man kann sich schon denken, was das hier sein soll. Ja, aber ich werde es noch nicht verraten. So, hier gibt es verschiedene Sachen, aber es ist jetzt alles uninteressant. Momentan, weil hier gibt es, soweit ich weiß, auch keine besonderen Gegenstände mehr. Oder überhaupt Gegenstände. Ja, und falls ihr mal Gothic spielt, haltet euch von dieser Winde fern. Wir müssen irgendwann mal diese Winde betätigen, um dieses Tor zu öffnen, wenn das irgendwann mal zu ist. Das ist storyrelevant, ja? Wenn wir jetzt diese Winde betätigen, kann es sein oder kann es passieren, dass wir damit das Tor schließen und es nicht mehr aufmachen können, weil die Winde so ein bisschen verbuggt ist. Das heißt, wir lassen jetzt vollkommen in Ruhe, denn sonst kommen wir nicht mehr in die alte... Also, jetzt, ja gut, jetzt habe ich es fast schon verraten. Wir kommen dann nicht mehr in die alte Mine rein, das ist das hier nämlich. Und damit können wir die Story irgendwann nicht mehr fortsetzen. Das wäre sehr, sehr schade. Also vermutlich mit Cheats oder so, irgendwie Noclip oder so dadurch. Aber das kann ja auch nicht so eine Sache sein. Deswegen lassen wir das in Ruhe. Ah, eine schöne Musik. Tja. Ja, was ist das denn? Warum flackern denn die Fackeln so? Ist aber gar nicht schön. Das finde ich nicht gut. Meine Musik ist cool. Schön atmosphärisch. Ja, das ist die alte Mine. Ich meine, die Mine vom neuen Lager, die freie Mine genannt wird, haben wir ja schon gesehen. Das war dieser Kessel. Ins Innere sind wir nicht gekommen. Wer weiß, wie groß das da drin ist. Aber man sieht schon hier, ich zeige euch das mal. Und ich bin möglichst vorsichtig. Da geht es verdammt weit runter. Ja, da sind jetzt ein paar Holzplattformen im Weg, aber da kann man es am Rand so ein bisschen erkennen. Das ist verdammt tief. Tja, und hier wurde halt schon sehr, sehr viel Erz geschürft. Deswegen, tja, ist es dementsprechend auch tief. Und wir sollen ja hier zu wem sollen wir hier eigentlich? Moment. Boah, jetzt flackert auch das GUI. Was soll denn das? Das finde ich gar nicht schön. Boah, das nervt. Egal, wir sollen hier mit irgendwem reden für unsere Prüfung des Vertrauens und sollen da ja die Liste abholen. Deswegen bin ich erstmal hier hingekommen. Wir haben hier schon den ersten Typen, der einen Namen hat, einen Buddler. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Oh ja, Minecrawler. Tja, das ist die große Gefahr, die uns hier in der alten Mine erwartet. Sogenannte Minecrawler. Ziemlich große Insekten, die es ja irgendwie einen Gefallen an Menschenfleisch gefunden haben. Und mit denen werden wir definitiv noch Bekanntschaft machen. Allerdings jetzt noch nicht, denn... Oh, eine Spitzhacke. Oh, die nehme ich mal mit. Jetzt allerdings noch nicht, denn wir sind eigentlich noch zu schwach für die. Und ich will mich nicht mit denen anlegen. Ich will das so weit wie möglich hinauszögern. Oh, hallo Drake. Bei der Haarfarbe bist du vielleicht Draco Malfoy aus Harry Potter. Hat dir das Zaubererleben nicht mehr gefallen und du bist jetzt hier Gattist geworden? Und übrigens guckt euch mal bitte die Farbe seines Arms an und vergleicht sie dann mal mit der Farbe seines Kopfes. Irgendwas stimmt da nicht. Oder bist du im Solarium eingeschlafen oder so und mit dem Arm? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper, er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian, er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Genau, an Ian sollen wir uns ja auch melden. Wenden für die Liste. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn.
Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Alles klar. Ist das die gleiche Dialogoption, die wir gerade eben schon hatten? Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Ah ja. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Ach ja, komm. Wir haben ja was. Hier, trink einen auf mein Wohl. Ich meine, erst haben wir Wasser verteilt, jetzt können wir auch noch Bier verteilen. Ist ja kein Problem. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Tja. Wir sehen uns. Also man merkt, mal vorbei? Ja, ja, kein Stress. Also man merkt schon, selbst die Gardisten haben Respekt vor den Minecrawlern. Das heißt, da muss schon einiges dran sein an den Biestern. Das sind halt keine Scavenger oder Mallrats mehr und auch selbst keine Blutfliegen. Können wir von hier aus besser nach unten gucken? Nee, aber von da hinten. Aber bevor wir da hingehen und die Aussicht bewundern, reden wir doch erstmal mit den Leuten hier. Wir haben hier zum Beispiel einen Templer aus dem Sumpflager. Was machst du denn hier? Boah, das Flackern, das irritiert mich aber schon ziemlich. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Juju. Ja, wir haben... Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Darf ich jetzt? Alles klar. Wir haben mit Kor Kalom ja auch schon geredet, also so ist es ja nicht. So viele Kisten. Ja, die würde ich gerne aufmachen, aber wenn ich das mache, dann werde ich angegriffen. Also lassen wir das... hier ist so viel Erz. Ich will es mitnehmen. Das könnten bestimmt die Zauber aus dem neuen Lager brauchen. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Wie wär's mit einer besseren Waffe? Anscheinend nicht. Ja, nee, ich will keine Waffen. Ist klar. Aber der hat... Na, ein bisschen Erz. 50. Das ist ja nichts. Können wir dem hier so ein bisschen... Ja, komm, das alte Schwert. Bla, bla, bla. Ein paar Waffen. Kannst du alles haben? Mag ich nicht haben. Ja, die Fackel kannst du auch haben. Die Schüsseln und... Oh. Wir sind schon viel zu hoch. Ach so, ich habe aus Versehen den Joint mit reingetan. Ja, den wollen wir natürlich behalten. So, aber du kannst hier noch so ein... Nein, ich will nicht alle 6. Moment. Nochmal zurück. So, ja, 47, komm. Dann gib uns mal dein Erz. Und dann finde ich das so in Ordnung. Vielen Dank. So, dann gucken wir mal, wen wir hier noch so finden können. Tja, ja, wir könnten, ich glaube, der offizielle Weg ist eigentlich da drüben die Leiter runter, aber ich würde mal sagen, wir springen hier einfach oder laufen einfach runter. Das funktioniert auch. Und jede Menge Pilze. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals irgendwie brauchen werde. Ich meine, die heilen so ein bisschen. Aber ihr kennt das ja. Man nimmt einfach mal alles mit, was nicht irgendwie angewachsen ist. Vor allem in Gothic ist das ja... Rabenkraut. Ist das ja auch so eine schöne Sache, dass man da kein Limit hat, wie viel man tragen kann. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Elder Scrolls Spielen, wo man dann wirklich auf sein Gewicht achten muss. Also ist das ganz gut, dann nimmt man alles mit. Und wir haben jetzt eine Spitzhacke, das heißt... Nee, Moment, wir haben die verkauft, ne? Ah, verdammt. Ich wollte euch gerade mal zeigen, wie das aussieht, wenn wir Erz abbauen. Aber na gut, habe ich verkackt.
So, von hier aus können wir doch bestimmt einen Blick nach unten werfen, oder? Kann man hier was Schönes sehen? Ganz vorsichtig. Ja, irgendwie kann man nicht ganz runter sehen. Also, ihr seht, das ist auch wieder so nur so ein Holzsteg. Ja, da gibt es ein ganz kleines Loch, wo man runter gucken kann. Also, es geht hier sehr, sehr tief runter. Das könnt ihr mir ruhig glauben. So, was haben wir hier eigentlich? Wir haben hier so einen Seitengang. Ich weiß aber nicht mehr, was da drin ist. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal rein. Und wir gucken nach. Aber da sind... Okay, da sind Buddler. Dann, das heißt, dieser Seitenschacht hier ist sicher. Da warten keine Minecrawler auf uns. Deswegen gehen wir einfach mal die Leiter runter und gucken, was uns hier so erwartet. Ich hoffe, ich kriege das Flickern in der nächsten Aufnahme irgendwie geregelt, weil das ist ja irgendwie schade, wenn das die ganze Zeit so flackert. Ja, da geht's tief runter. Wenn wir da runterspringen, dann sterben wir deswegen. Also wir kommen tatsächlich in einem anderen Seitenschacht raus. Aber wie gesagt, tot, deswegen lohnt sich das mal so überhaupt nicht. Toll, mit dem können wir gar nicht reden. Auch schön. Was haben wir denn hier noch? Ein Buddler. Eine Fackel. Nehme ich doch mal mit. Und noch ein paar Pilze. Nehme ich auch gerne mit. Liegt doch bestimmt auch irgendwo noch Erz rum, oder? Leider nicht. Jede Menge Buddler, die hier am Erz abbauen sind. Und einer, der gerade Pause macht. Aleph, hi. Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Och, ja, hier 10 Erz. In Ordnung, hier sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Ja gut, war jetzt wahrscheinlich nicht so nützlich, weil den Heiltrank hätten wir so oder so gefunden. Aber vielleicht hat er ja noch ein paar weitere nützliche Informationen. Hast du noch nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Aber na Logo. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Das klingt doch schon mal besser. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, das war's leider Viel schon. Glück noch. Du weißt ja, wo du mich naja, findest. Ja, mit Glenn haben wir schon geredet und jetzt haben wir eine neue Dialogoption mit ihm und er verkauft uns viele, viele Dietriche. Was gar nicht mal so schlecht ist. So, ich möchte euch noch kurz was zeigen, wofür ich noch mal kurz abspeichere. Denn das möchte ich dann wieder laden. Können hier mit der Wache reden und ihn jetzt tatsächlich anschwärzen. Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter! Also geh mir aus den Augen! Tja. Du hast mich bei Brandig angeschwärzt? Mach, dass du wegkommst! Tja, das bringt uns gar nichts, deswegen... Ich wollte euch das nur mal schnell zeigen. Und dann laden wir das Ganze nochmal. Vielleicht ist dann ja auch das Flackern weg. Nee, schade. Leider nicht. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegen könnte. Muss ich mich mal schlau machen. Tja, deswegen, wir lassen das jetzt einfach so. Ich meine, Aleph hat uns ja auch gute Informationen besorgt. Von daher ist das schon in Ordnung. Gehen wir stattdessen mal wieder in den Hauptschacht. Und gucken, was wir da noch so finden können. Ich meine, Dietriche haben wir momentan noch 10 Stück. Oder 12 mittlerweile sollten wir sogar haben. Wenn ich mich... Nee, 10 sind's. Alles klar. Und damit kommen wir erstmal noch ein bisschen hin. Aber auf dem Weg nach draußen können wir ja mal kurz bei Glenn vorbeischauen und gucken, was der so im Angebot hat. Vielleicht hat er noch was anderes außer Dietriche. Tja, aber bis dahin... Oh, da haben wir einen Pilz übersehen. Den nehme ich natürlich noch mit. Bis dahin gehen wir erstmal tiefer hinunter und schauen, ob wir mal Ian finden können oder so. Oder Ian.
vielleicht auch die ein oder andere verschlossene Truhe, die wir ausnehmen können, wo wir ja, Unterstützung für den Kampf gegen, was weiß ich, die Minecrawler oder so finden können. Ja, genau, mit denen legen wir uns dann an. So, hallo. Was machst du hier? Ich passe auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Okay. Reden wir doch mal mit Snipes. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Wollen wir uns mit den Gardisten anlegen? Ach ja, komm, machen wir das doch einfach mal. 10 Erz ist zwar nicht viel, aber... Was sagen wir denn? Die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na, ob ihn das überzeugen wird? Ich habe gehört, dass die Banditen in der Mine sind, oder? Ian schickt mich, du sollst sofort zu ihm kommen. Tja, also das Einzige, was wirklich... Wobei, ich gehe einfach mal alle Optionen durch. Die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Tja, das hat schon mal nicht geklappt. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. War das so eine offensichtliche Farce? Na gut, dann versuchen wir nochmal die letzte Option. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird Ian dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Jo, mach das mal. Ich hole mir meine 10 Erz ab. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Ach ja, ist klar. Und damit machst du natürlich schön Geschäfte. Na gut. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Und ich nicht? Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Naja, aber immerhin 75 Erfahrungen haben wir bekommen. 20 Erz hat uns das gekostet und vielleicht kriegen wir die jetzt wieder raus, wenn wir die Truhe damit öffnen. Was haben wir denn da drin? Ja, guck mal, 72 Erz. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann haben wir da noch eine Heilungsschriftrolle und ein Bier. Ich finde, das war eine gute Idee. So, jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass Aaron nicht mehr uns über den Weg läuft oder so, damit er nicht so ein bisschen angepisst ist. Weil, ich meine, wir haben ihn jetzt gesagt, Ian wollte, hat nach ihm verlangt, aber eigentlich hat Ian das ja gar nicht. Deswegen, ja, mal schauen, wie er so reagieren wird. Aber das passt schon. Das wird schon in Ordnung gehen. So, kann man von hier... da unten liegt jede Menge Erz. Ja, man sieht, da geht es noch ein ganzes Stück runter. Wir haben auch schon ein ganzes Stück hinter uns. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte, würde ich mal sagen. Aber wir haben noch ein bisschen vor uns. Gehen wir erstmal runter. Da hinten steht er schon. Gehen wir mal zu ihm. Was haben wir denn hier? Nur normaler Butler und Grimes. Ja, mit Grimes reden wir gleich. Wir reden erstmal hier mit... Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ja, alles klar. Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Och, ich würde sagen, das ist ein Deal, oder? Ich meine, wir haben im Endeffekt 20 Erz für den Schlüssel bezahlt, weil wir schon 10 Erz reinbekommen haben, dann wieder 30 Erz weggegeben haben. Jetzt geben wir ihm den Schlüssel wieder und kriegen die restlichen 20 Erz auch wieder. Ich finde, das ist ein sehr gutes Geschäft. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht. Hier sind 20 Erz für dich. Ja, du solltest schön. Dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Ja, alles gut. Ich bin ja sowieso nur hier... Lass mich mal vorbei. Ja. Ist ja gut. Tja, Gardisten verarschen, Erfahrung einsammeln und jede Menge Erz. Das finde ich gut, das macht Spaß. So, reden wir nochmal mit Grimes. Vielleicht hat er ja noch was Cooles zu sagen.
Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Nö. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Ja, du lebst auch gerade sehr gefährlich, weil der Typ dir mit der Spitzhacke doch sehr, sehr nahe kommt. Ich weiß nicht, stört dich das nicht? Mich wird das stören. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Na, das werden wir noch sehen. Und ich glaube übrigens, der Typ will dich tatsächlich umbringen. Ich meine, guck mal, in welche Richtung der jetzt schlägt. Der schlägt gar nicht mehr auf das Erz ein. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ja, ich glaube, das Glück kannst du tatsächlich gut gebrauchen. Na gut. Ja, ich würde sagen, den Rest der Mine schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Hoffentlich ohne Flackern. Jetzt scheint es ja auch wieder weg zu sein, oder? Keine Ahnung, was da oben los war. Und ja, wir haben noch einiges vor uns. Da drüben können wir mit den Leuten reden. Wir können hier noch weiter runtergehen. Und womit wir dann beim nächsten Mal vermutlich auch anfangen werden. Na, da hat es doch schon wieder geflackert. Ist uns mal in dieser Hütte hier genauer anzugucken. Den Pilz nehme ich natürlich noch mit. Und die Kräuter da auch, die ich gerade noch sehe. Rabenkraut. Was macht das überhaupt? Moment, das interessiert mich jetzt. Das ist Orkblatt, Nachtschatten, Rabenkraut, Mana-Bonus 15. Och, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich den tatsächlich dann später mal auf Magie gehe, dann wird uns das helfen. Na gut, was uns hier in dieser Hütte erwartet und im Rest der alten Mine, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.